Hallo Welt! Ja, da sind wir wieder. Auf dem Weg zum Lager. Endlich können wir uns den Kessel leisten. Oder die Option ist ja immer noch offen. Oder wir warten ein wenig, verkaufen noch mehr Felle und kaufen uns dann den Jägerwagen. Aber wann bekommen wir den Jägerwagen denn eigentlich? Da können wir doch mal ganz kurz nachgucken, finde ich. Ganz kurz. Ja, ich glaube, das können wir knicken mit dem Jägerwagen. Das ist wahrscheinlich so eine Geschichte mit dem Fortschritt hier. Da muss man wahrscheinlich dann schon... Na, Rollen, Rangfreischaltungen, das ist das, ja. Da muss man doch bestimmt schon... Naja, 18, da ist er noch nicht bei. Wir machen das mal ganz schnell. Bei 19 ist er nicht bei. Bei 20 ist er nicht bei... 21 vielleicht? Nein, da ist er nicht bei. Viele Pferde sind bei 21 schon mal dabei. Bei 22 ist auch nichts dabei. 23, Moment, zurück. Oh, nö, wir gehen jetzt nicht alles durch, aber vielleicht ist er ja bei 24. Aber so ein bisschen möchte ich... 24, aha. Da ist die Irokesenmähne dabei. Da ist er auch noch nicht bei 25. Ja, das schaffen wir ja nie. Da ist er auch noch nicht hier bei 26. Der Jägerwagen, den müssen wir doch kriegen können. 28, auch nicht. Da gehen wir, das ist einfacher nachher, dann gehen wir lieber in einen Stall und gucken mal, was daneben steht. Ab wann der frei ist. 30 kriegen wir auch noch nicht. Also... Dann bis 30, bis wir auf 10 Punkte dann haben. Also wir wollen 22 immer noch erreichen, damit wir uns selber die Pfeile herstellen können. Wenn wir ja 8 Stufen aufsteigen, bis wir das haben. Hier die Machete. Ah, kann aber auch nur gekauft werden. Und eine verbesserte Satteltasche. Ja, okay. Bis wir so weit sind, nee, dann kaufen wir den Topf, kaufen wir jetzt, zack. Und bis wir den Wagen haben, bis wir das Level erreicht haben mit dem Wagen, das ist schon alles vorbei. Wahrscheinlich werden wir das in diesem Leben überhaupt nicht schaffen, glaube ich. Das ist schade, ja, wahrscheinlich brauchen wir da Stufe 65 oder sowas. Bis 22 sammeln wir aber noch schön die Pfeile immer ein, dann. Bis wir die selber machen können.
Das zugerittene Pferd, das Wilde, das haben wir auch nie wieder gesehen, obwohl wir es angebunden haben. Ah, da frage ich mich auch noch, wie das funktioniert. Na, hast du ein Glück, dass ich dich erst gar nicht gesehen habe. So ein großer Vogel, das war doch bestimmt ein Weißkopfadler oder so. Sind die nicht mittlerweile ausgestorben? Gibt es hier auch ausgestorbene Tiere? Irgendwas, was es heute nicht mehr gibt? Hey. Your distance would be appreciated. I got places to be. I'm ready to get this over with. You're dead. Der hat angefangen. Trotzdem hat er angefangen. Oh, ist da doch nur ein Stern dran. Naja, nachdem der unser Beil geschmeckt hat, ist da nur noch ein Stern übrig geblieben. Der Steelbar-Dachs. Ah, der ist nicht mehr frech. Wir gehen lieber zu Fuß, da sehen wir mehr. Mit unserem Adlerauge.
War das gerade ein Eichelherr? Ich glaube ja. Der hat die gewarnt. Gibt's doch nicht. Sollten wir jedes Mal machen. Zwei sind immer besser als einer nur. Oh, wir laufen falsch. Oh. Pfeil und Bogen Herausforderung. Okay. Pfeil und Bogen, da können wir noch was lernen. Das hört sich doch gut an. Benutze während der Herausforderung Pfeil und Bogen. Einen Bogen, um Spieler auszuschalten und Punkte zu erzielen. Ach so, so ein Scheiß. Ah nee, das mag ich nicht machen. Kann man auch abbrechen? Nicht respawnen. Ja, kann man wohl nicht. Ich denke, wir schießen hier, wir machen Bogenschießen oder so. Nee, sowas will ich doch gar nicht machen. Wie kann man hier raus? Beenden nur? Ah, ich glaube nicht, oder? Nee, dann sind ja unsere ganzen Sachen weg. Ich möchte das abbrechen. Ich möchte das nicht. Ach so, dann brauchen wir... Ah! Entschuldigung. Das ist gar nicht lustig. Dann brauchen wir nur hier aus dem Gebiet raus, oder?
Nö. Kein Bedarf. Nichts wie weg von hier. Ich dachte, das wäre sowas wie auf Zielscheiben, auf Scheiben oder Vögel schießen oder irgendwie sowas, aber doch nicht so ein Scheiß. So kann man abbrechen. Oder fängt das dann wieder von vorne an? Ich will nicht wieder von vorne anfangen müssen. Oh, da bekommen wir aber Pfeile. Aber egal, nee. So etwas liegt mir nicht. Aber wie gesagt, ich fürchte, dass wenn wir raus sind aus dem Gebiet, dass wir dann nochmal von vorne anfangen dürfen. Das ist aber kein Pfeil. Oh nein, jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Sehr witzig. Ja, das machen wir nie wieder. Wenn das hier nur ums gegenseitige Abballern geht, aber viele Pfeile bekommt man hier.
Ich habe mich mal lieber nicht eingemischt. Oh, ich dachte, wir könnten jetzt noch die ganzen Pfeile einsammeln. Das ist ja nix. Ach, so eine Zeitverschwendung. Das war ja jetzt gar nichts, oder? Hallo? Oh, der sieht doch freundlich aus. Ja, dann... Oh, hoppla, wir müssen hier lang, scheinbar. Dann geht es zurück zum Lager. Nein, Krebs hat das Lager abgebaut. Warum nur? Wo ist unser Pferd? Warum sind unsere Waffen alle durcheinander wieder? So. Wenn ich diesen Revolver doch nur wegwerfen könnte. Oh, hey. Hallo. Oh. Oh. Hello? Nein. Falsche Taste. Da habe ich doch gerade gedrückt. Hello. Hello. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Have a good day. Ach so, will er den gar nicht mitnehmen? Ja, so eine Pistole kann ja vielleicht doch was manchmal. Da bist du ja. Na komm. Ein Fell mehr. Wenn es sonst keiner will. Ich glaube, diese Wolfsherzen sind auch richtig was wert. Komm, wir galoppieren mal lieber in die Richtung, Richtung Sonnenuntergang. Nicht schlecht. Der hat ein zweites Pferd mitgenommen, um... Wie geht das denn? Das ist ja nicht schlecht. Der hat ein zweites Pferd, um die Tiere zu tragen. Finde ich gut. Ja, oder wir kaufen uns ein zweites Pferd. Auf jeden Fall muss das irgendwie mit dem Geldverdienen schneller gehen. Maliana. Okay, ich dachte, Maliana jagt hier und wir stören. Wir stören mal nicht. Aber sie wollte wohl nur, oder er wollte wohl nur was verstauen. Wir jagen nichts mehr. Wir haben genug gejagt. Sonst ist das wieder so ärgerlich, wenn nachher alles weg ist.
Ja, am Ende der Folge sind wir, sehe ich gerade. Das heißt, ich darf mich bitte danken. Oh, das ist jetzt auch ärgerlich, wenn alles weg ist. Trotzdem bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes recht herzlich sogar. Vielen Dank, Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.